Du hast es wieder versammelt. Das klappt schon wieder nicht. Ja, lattenmäßig. Glaubst du wirklich, du kannst deinen Freund zur Nüchternheit bewegen, indem du seine Freundin schlecht machst? Nein, aber die alte Hexe kann jeden meiner Schritte vorhersehen. Mir fällt auch kein echter Grund ein, warum er nicht trinken sollte. Das ist Matt, verdammt nochmal. Saufen ist für ihn ein Grundbedürfnis, so wie Schlafen. Der muss saufen, nachdem um zu überleben. Saufen für mich auch da bin ich sicher. Ja, dann hast du es echt versaut jetzt. Er hasst dich abgrundtief und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß. Okay, versuch's einfach nochmal. Aber denk dir diesmal was richtig Cleveres aus. Wir haben nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Ich auch nicht. Gut gegeben. So kannst du nochmal von vorne. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Grüße uns nochmal von vorne. Ja, das werden wir sehen. Können wir das Ganze ein bisschen vorskippen, ein bisschen vorspulen. Hi Leute, bin wieder da. Ich habe eine Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern? Gibt's was? Ach, also. Ja, genau. Nee. Ich glaube, hier ist. Ja, wie war das? Ja. Also, Sally, mich würde rasend interessieren, was du so in letzter Zeit ist die letzte Zeit Möglichkeit. Also, weißt du, tatsächlich weiß ich das nicht. Ja, ich war mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Du weißt ja. Natürlich. Was ist hier eigentlich los? Ihr benehmt euch ziemlich merkwürdig. Nichts. Randall hatte nur gefragt, weißt du, wegen der Hochzeit. Ja, aber warum druckst du denn so rum? Ja, warum druckst du so rum, Sally? Du bist doch nicht etwa von einem Dämon besessen, oder? Ach, Randall. Mir gehen die Optionen aus. Ich bin wirklich komisch, oder? Weißt du, ich habe schon überlegt, ob ich Comedian werden sollte. Ehrlich? Tja, wir werden dir alle Unterstützung geben. Aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder deinen Sinn für Humor hat, weißt du? Wieso die das jetzt auf das Gespräch in Zucht bringen können? Liebling, du machst es schon wieder. Was denn? Diese komischen Pausen. Oh. Weißt du, es ist so langweilig, über Randall zu reden. Meinst du nicht auch? Hey! Tut mir leid, aber so ist das nun mal. Bestellen wir noch eine Runde, okay? Siehst du, klingt doch schon besser. Oh Mann. 30 Minuten später. Okay, ich hab einen. Kann nichts werden. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag in Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist. Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja. Du und dein Sinn für Romantik. Rente, euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch. Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn es in Binärcode rülpst. Warte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt. Ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur. Naja. Mensch, scheiß doch darauf. Meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll. Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Konsumlet der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe. Ich meine, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist.
Wenn er in 5 Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht, Liebes. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber das ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht. Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Sehr gut. Jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Keine Selbstmorde mehr. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Aber keine Zeitreisen, keine Zeitschleifen, kein Ring mehr. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger an. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Das wäre super. Mal was Neues. Braver Junge, das Matt. Das wird die Geschichte verändern. Weißt du was? Ich mach auch mit. Tja. Also, wie sieht's aus? Das wird gehen doch wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee. Ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als 5. Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, ja, das langsam. Ist es nicht. Ich dachte nur eben... Langsam wär's mal. Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende. Aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag. Und wir bewegen uns hier nicht weg. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Das befürchte ich. Ich bin der Boss. Hey, ihr werdet's nicht glauben, aber der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Super, nicht wie hin! Jungs. Na ab, los hin. Bin ich ein bisschen zu alt für den Jahrmarkt? Man ist niemals zu alt für den Jahrmarkt. Und dieses Mal ist auch die Zoltermaschine mit dabei. Das gibt's doch nicht! Was machen wir dann noch hier? Ich werde Soltar bitten, mich wieder Junggesellenabschluss sein zu lassen. Let's geht's. Und eine Meerjungfrau als Freundin will ich auch. Hey, nicht so schnell. Ihr bewegt eure Ärsche nicht von diesen Stühlen, wenn ihr nicht erleben wollt, was ungezähmter Zorn ist. Habt ihr mich verstanden? Das habe ich schon. Wir gehen nicht auf den scheiß Jahrmarkt, okay? Wir feiern hier unsere Verlobung. Und übrigens benehmt ihr euch eh schon wie 2 13-Jährige. Aber... Nichts aber. Wir bleiben hier, klar? Kommt schon. Hier gibt's genug Bier. Tja, das stimmt. Ach komm schon, Sally. Sei doch nicht so. Ich bin sicher, dass wir beim Jahrmarkt viel Spaß haben werden. Wir könnten doch auch die Verlobung da feiern. Warum bleiben wir nicht einfach hier wie geplant? Heute ist mein besonderer Tag und ich wollte nur gemütlich ein paar Drinks kippen. Ist das zu viel verlangt? Ja, ich weiß genau, was du willst, aber... Hey... Wie steht's denn mit Matts Wünschen? Ach, der großherzige Randall sorgt sich so um die Gefühle seines Freundes. Warum machst du ihm nicht gleich einen Antrag? Das reicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber ihr beide scheint mir wie ausgetauscht. Ich dachte, das wäre eine Party. Ist es doch, Mann. Reg dich ab. Dann hört auf zu streiten und lasst mich in Ruhe saufen. Ich sauf die ganze Bar leer. Den alten Sonnenfahrer. Ich häng mich unter den Bierhahn und hör nicht auf, bis ich umfalle. Mann, das wird ja immer besser, oder? Mein Gott. Jetzt hast du das genaue Gegenteil erreicht. Oh, das muss ein neuer Rekord sein. Mann, das hat doch alles keinen Zweck. Mir fällt nichts mehr ein. Hier wird nichts draus. Sieh mal, Kumpel, du musst dir unverbesserlich mehr Mühe geben. Ich gebe mir ja schon alle Mühe. Nicht wieder gerade, ich kurz gleich im Strahl. Ich bin jetzt schon am Arsch. Was zum Teufel kann ich Matt erzählen, dass er nicht trinkt? Guter Tipp. Hey, super Idee. Oh, scheiße nochmal. Tut mir das nicht an. Im Ernst jetzt. Das Ende hier ist ein bisschen... Was kann ich denn noch sagen? Nein, nicht schon wieder. Ich gebe hier weg auf. Okay, ich hab einen. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie... Das sprach... Nein. Erinnert... Komm. Jeder... Ach. Ja. Nein. Was wohl? Also... Tja, ich brauche nur eine Bar mit frei... Natürlich wird's eine Bar. Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den... Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur... Randall, das wird eine Hochzeit. Ich will, dass er so viel trinkt. Klar. Wie meinst du das? Ja, Randall. Wie meinst du... Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr.
Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt, Was? Ja, einfach ein paar... Wollt ihr mich verarschen? Sally, es klingt vielleicht ein bisschen nach Science-Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Yes. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant. Schnauze. Und jetzt mein... Sally, ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was? Das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte... Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht entfernen. Brave Jungs. 5 Runden später. Ja, es ist... Ich will nicht mehr. Nur ein Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher? Dann mach's doch. Ich finde, du siehst ganz fit aus. Bist du sicher? Schau mal. Cool. Die Dialoge kennen wir eigentlich schon. So. What the fuck? Was zum... Oh. Wir haben's schon wieder versaut. Das ist Betrug. Ach, leck mich Randall, doch. Ich bin der Teufel. Ich betrüge immer. Ah, so, ja. Ja, na klar. Also, was kommt noch gleich als nächstes? Ach ja, stimmt ja. Die unendliche Geschichte. Willst du dich um ihn kümmern? Ich will mich wieder meine Schuhe einsauen. Oh, Schätze, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Ganz genau. Hey, Matt. Soll ich Pater Roy rufen, damit er den Exorzismus durchzieht? Und so geht das Ganze wieder von vorn los. Alter, so sollte das aber alles nicht enden. Nicht? Na, du kennst mich ja. In der Seitenstraße kotzen ist ja sowas wie eine Tradition. Ich weiß, aber heute muss das anders ausgehen. Mann, mach dir nichts draus. Ein Mensch kann nicht einfach seine lebenslangen Gewohnheiten ablegen. Habe ich jetzt gestern im Fernsehen gesehen. Um der Menschheit willen. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Der wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Tja, ich bin erst erwachsen. Mann, ich weiß nicht mal mehr, wie wir den genannt haben. Ist das zu glauben? Chunky Salsa. Mann. Hast du dir den Verlobungsring gegeben? Oh, verdammt, der Ring. Der Mann, Ring der Verfickterung. Woher weißt du, dass ich einen Ring für sie habe? Ja, weißt du, es ist eine Verlobung. Wirf den Ring so weit weg. Hab ich's einfach kannst. Mal angenommen. Ja, stimmt. Hey, du glaubst mir nie, wie ich an den Ring gekommen bin. Erzähl. Ich glaub es dir. Ich tu auch ganz überrascht. Komm her, Bruder. Jetzt eher schon egal. Lass mal stecken. Sonst muss ich auch kotzen. Ja, ich weiß, wie du drauf bist. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts teilen, drittens nicht mit Fremden reden. Ja, verdammt. Alles läuft genauso wie beim letzten Mal. Okay, Ladies und Gentlemen. Die gesamte Situation ist besorgnis. Matt ist wieder auf den Beinen. Komm mit, Randall, und bleib dran, denn diese Nacht wird zur Legende. Naja, machen wir das Beste draus aus den Montagen. Den folgenden. Lass hey, den verfickten Ring dort gehen. Das gehört dir. Oder? Du nimmst ihn nicht rein, Randall. Einfach den Ring nicht annehmen. Dienstag! Sehr schön. Endlich Dienstag. Ich glaub's ja kaum. It's over. Oh Mann. Es ist Dienstag. Häftlingsleiche im Müllcontainer gefunden. Dienstag! Yes! Endlich! Das hat aber ganz schön gedauert, du alter Hurensohn!
wir haben den Fluch überwunden. Guten Morgen, Matt. Ich sehe, du hast das Müsli schon gefunden, ja? Weißt du, ich bin froh, dass du wieder Appetit hast. Gestern hast du ja fast nichts angerührt. Mir fiel schon fast nichts mehr ein, wie ich dich zum Essen bewegen könnte. Ja? Hey, hast du den Fernseher repariert? Ja, ich musste nur ein paar Batterien besorgen und ein paar nicht isolierte Kabel verbinden. Der Klassiker. Übrigens, weißt du irgendwas über deinen Mitbewohner? Ach. Meinst du, der hat was dagegen, wenn ich ein paar Tage in seinem Zimmer bin? Das kann doch egal sein. Glaub nicht, dass den das stört. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er am Knast. Wow. Was hat er ausgefressen? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal. Also, wie geht's dir? Ich meine, nach allem, was mit Sally war und so. Tja, ich glaube, ich bin okay. Extra süßes Müsli hilft da, weißt du? Klar. Und naja, ist schon 2 Tage her, seit sie sich geopfert hat. Und seitdem mache ich nichts anderes, als Nikotin anzuwerfen. Tut mir leid, Mann. Fuck, Alter. Ich wollte sie wirklich heiraten. Ich weiß, Kumpel. Und sie wollte auch dich heiraten. Warum hat sie sich dann desintegriert? Ich glaube, das war keine Absicht. Weißt du, technisch gesehen ist ja die spontane Selbstentzündung inhärent unabsichtlich. Jedenfalls hört man das immer. Von wem? Dr. Who? Ich weiß, das klingt komisch, aber diese Forensiker sind wirklich gut. Ich weiß. Ich kann mich nur nicht an den Gedanken gewöhnen. Ich werde sie so vermissen. Ich auch. Und weißt du was? Scheiß drauf, wir haben genug Bier und Chips für ein paar Tage. Bleiben wir einfach mal eine Weile mit dem Arsch hier auf dem Sofa sitzen. Musst du nicht zur Arbeit? Wenn ich heute arbeiten gehe, werde ich sowieso gefeuert, also. Wie wär's mit einem Sopranos-Marathon? Du kennst mich ja, Mann. Wenn nur genug Bier da ist. Ja, ich kenn dich, aber du hast eine Menge Pillen eingeworfen. Da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hab schon seit Sonntag Bier und Downer zusammen eingeworfen und fühle mich prächtig. Sicher? Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht wundert es mich etwas, dass das Zimmer von deinem Mitbewohner wie aus einem Horrorspiel aussieht. Außerdem habe ich gestern Abend geglaubt, dass sich die Flügel von dieser haarigen Fettmannsstatue bewegt haben. Bin ich irre oder was? Entspann dich, du bist nicht verrückt. Ja. Na, dann bin ich aber beruhigt. Was hast du eigentlich mit dem Ring gemacht? Den habe ich irgendwo da drüben hingelegt. Pass für mich auf den auf, ja? Ich will das Ding nie mehr sehen. Okay. Ja, lass ihn uns nach Mordor bringen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Obwohl ich nicht mal weiß, was überhaupt passiert ist. Lass einfach gut sein, Matt. Da kann man gar nichts machen. Wenn wir irgendwas von Marty McFly gelernt haben, dann, dass es nur Ärger bringt, die Vergangenheit zu manipulieren. Da kannst du einen drauf lassen. Nichts passiert durch puren Zufall. Ein jeder ist Teil eines großen Planes. Und meistens führt es nur zu Elend und Unglück, wenn man diesem Plan folgt. Leiden und Tod. Heißt das, dass wir niemals in der Lage sein werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Verdammt. Finn. Das Ende. Der Abspann. When is Monday in Nexus Game Studio Production? Moment mal. Was das? Ist das das Ende? Ja, das ist es. Glaub's ruhig, der Abspann läuft. Was soll denn das für ein Ende sein? Die killen das Mädchen und dann leben sie glücklich bis in alle Ewigkeit. Ja, ein gutes Ende. Ja, lass uns das hier so beenden. So glücklich sind die auch wieder nicht. Entschuldige, aber einer von denen hat gerade angefangen zu tanzen. Und was ist mit der Taube? Ja, ich habe angefangen zu tanzen. Taubenschmuck. Ist doch egal. Mir hat's gefallen. Das zeigt nur, dass du einen miserablen Geschmack hast. Siehst du, sogar Hungersnot stimmt dir zu. Komm, du verstehst ihn auch nur, wenn's dir gerade passt. Und was ist mit Sergeant Kramer? Bin ich froh, dass wir das zu Ende geschafft haben. Oh, die Rätsel, die Abenteuer, das war teilweise. Klar, damit man das Mädchen killen kann. Die war von Anfang an böse. War sie nicht. Der Ring hat sie verführt. Ungewöhnliche Entwicklung. Für jemanden, der eigentlich gar nicht böse ist. Eine dramatische Wendung. Na und? Dramatische Wendung? Ich fand, das war eher eine Komödie. Wisst ihr, irgendwas stimmt doch hier nicht. Pestilenz. Habt ihr vielleicht jemanden Umschlag zugesteckt? Ach, komm schon. Was sagst du da? Das ist doch einfach irre. Tja, mal zu etwas anderem. Was gibt's denn heute zu essen?
Ja, bin ich froh, dass wir das überstanden haben. War ein gutes Spiel. Kann man mal gespielt haben. Sollte man auch mal gespielt haben. Echt nicht schlecht, aber die Rätsel haben es schon in sich. Also ohne Komplettlösung. Ich habe das ja ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch durch Komplettlösung gespielt. Es ist so, ab der Mitte fängt es an ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen... Die Rätsel fangen an, unangenehm zu werden. Vor allem so ein bisschen unlogisch. Es ist halt so ein bisschen... Ja, da fehlt halt so ein bisschen die Logik drin. Man kann sich die Rätsel einfach nicht mehr erschließen. Ah, da kommen die englischen Voice Actors, die das im Original, nicht im Original, im Englischen gesprochen haben. Das Original ist Deutsch. Und da haben wir dann nochmal The Murray, McCone, Bam, Elaine. Ja, Alan Robert, Insane, Nerd, Prisoner, Mel und Bob, Hotstock, Verkäufer, Father Roy. Ja, na dann. Ich habe schon ein Nachfolgeprojekt für dieses Let's Play. Haben wir es endlich auch mal geschafft. Ich habe jetzt hier wie lange aufgenommen? Ich glaube, es ist Ewigkeiten. Vielleicht sogar mehrere Stunden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. German Voice Over, das ist interessant. Directors Benjamin Kuhn und Matthias Zorn. German Voice Actors, das ist interessant. Azad Schwarz, der den Wandel gesprochen. Matthias Klimsa, den Matt. Kaya Marie Müller, die Sally. Tobias Meissner wurde Johnny, Dr. Johnson wurde Engelbert von Nordhausen gesprochen, Murray von Tillmann, Borg, Eberhard, Hall, Peter Weiß, Achim Schülke, Jennifer Böttcher, Wolfgang Berger, Christos, Toklus hat den Ted gesprochen, Ned wurde von Sascha Rottermund, Martin Sabel hat den Alan bzw. Robert gesprochen, Roman Kretschmer, Erik Schäfler, Joey Kodawin, Kai Hennig Müller, Marianne Bernhardt, Rudolf Daniel Witsch, Konstantin Kraudus, Traudels Berger, Tim Kreuer, Jens Wendlern, Michael Biedeler, Tobias Diakov, Klaus Dittmann, Eckhard Dux, Jesse Grimm, Guido Zimmermann, Daniel Welbart, Wolf Worbel, Holger Löwenberg und Joscha Fischer Anze. Jetzt kommen die Spanischen. Okay, ja, das ist jetzt gut. Na dann, ich kann euch schon mal verraten, was als nächstes kommt. Über das Projekt brauchen wir nicht zu sprechen. Meine Wertung brauche ich jetzt hier gar nicht zu sagen. Habe ich schon gesagt. Die Rätsel ein bisschen, naja. Da gibt es ein paar kleine Abstriche für die Wertung. Ansonsten, ja, wirklich spielenswert. Kann man machen. Also ich würde es wirklich empfehlen zu spielen. Aber naja, zum Ende hin war ich froh, das wirklich dann langsamer zu Ende zu bringen. Das ist wirklich jetzt mal... Zum Ende hin war ich froh, das mal geschafft zu haben. Also... Hat Spaß gemacht, aber man ist dann doch froh, es geschafft zu haben, es durchgespielt zu haben. Das Nachfolgeprojekt hatten wir schon als letztes auf dem Kanal. Die Rede ist von, wie ist das Spiel nochmal, The Night of the Rabbit. Das werden wir jetzt als nächstes spielen. Ein etwas ernsteres Spiel, nicht so Comedian belastet. Nicht so komisch, ist keine Komödie, ist etwas idyllischer und auch ein Point-and-Click-Adventure. Ich kenne es tatsächlich noch nicht, ich habe jetzt im Let's Test, also das, was ich im Let's Test gesehen habe, das kenne ich schon. Und es verspricht ein entspanntes, schönes Abenteuer. Ein idyllisches Abenteuer mit viel, ja,
ja, mit Magie, mit Armte und ja, durchaus auch mal mit dem einen oder anderen Witz, aber ja, auch mal was Tolles zu werden. Kann man machen. Ich freue mich drauf. Das nächste Let's Play. The Night of the Rabbit. Gut, das scheint jetzt hier schon gleich das Ende des der Credits zu sein. Ich würde sagen, da mich nach oben so durch dieses Let's Play gefallen haben, so durch dieser Part gefallen haben. Mal schauen, wie ich das jetzt im Schnitt zusammenschneide. Ich habe jetzt hier fast 2 Stunden dran gesessen, wenn ich richtig gucke. Na dann, Dedalic Entertainment Presents Randis Monday. Das war's mit Randis Monday. Ja, sehr toll, sehr schön. Habt einen angenehmen 14. Tag. Man sieht sich im nächsten Projekt in The Night of the Rabbit wieder oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. Ja, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid und nichts weiteres verpassen wollt, das nächste Projekt verpassen wollt. Haut rein. Man sieht sich. Hier kommen nochmal die Special Tanks. Na dann, haut rein. Ich verabschiede mich und lasse den Abspann zu Ende laufen. Zwerge out!